Die Kanaren sind von vielen Deutschen das liebste Reiseziel. Auf den Inseln haben zehntausende Bewohner jetzt ihrem Ärger Luft gemacht. Sie protestierten gegen den Massentourismus, der schädlich für die Umwelt und für die auf der Insel lebenden Menschen sei. Die Kanaren haben eine Grenze, ist das Motto Zehntausender, die lautstark auf den Inseln protestieren, wie hier auf Teneriffa. Sie recken Plakate in die Höhe, Menschen wohnen hier, heißt es da, und wir wollen unsere Insel nicht sterben sehen. Auf den Kanaren leben gut 2,2 Millionen Menschen. Fast siebenmal so viele reisten im vergangenen Jahr als Touristen her, so viele wie noch nie. Den Inselbewohnern reicht's, diesen Männern hier so sehr, dass sie seit 9 Tagen im Hungerstreik sind. Die Botschaft aller Demonstrierenden hier ist klar. Die Regierung muss dieses korrupte Tourismusmodell sofort stoppen, das zerstörerisch und verheerend für die Naturräume ist und uns nur zum Zusammenbruch führt, alle Ressourcen erschöpft und die Wirtschaft in eine prekäre Lage bringt. Das ist kein Protest gegen die Touristen, es ist ein Protest gegen das Modell des Tourismus. Es ist zu viel für eine so kleine Insel. Wir kämpfen auch für menschenwürdigen Wohnraum und dafür nicht übermäßig hohe Mieten zahlen zu müssen, nur um auf unserem eigenen Land zu leben. Auch wenn jeder Vierte hier im Tourismus arbeitet und die Urlauber viel Geld dalassen, unter den 17 autonomen Gemeinschaften Spaniens ist die Kanarische Inselgruppe dennoch die zweitärmste. Die protestierenden Einwohner fordern unter anderem eine Umweltsteuer für Touristen und das bessere Überwachen der Vermietung von Urlaubsunterkünften. Alle hier betonen, dass sie nicht grundsätzlich gegen den Tourismus sind, sondern gegen die schleichende Zerstörung ihrer Heimat, die auch wir deutschen Urlauber so sehr lieben. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.